Die erste Runde auf dem Weg zum Ultimate steht jetzt an. Ich habe meine 140 Tokens gesammelt und damit können wir die erste Runde starten. Zwei Kämpfe und hoffentlich auch zwei Siege. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit der Freischaltung und dem Ultimate vom der galaktischen Legende Jedi Meister Luke Skywalker. Ja, heute ist es soweit. Heute habe ich es endlich, also ich habe es zwar gestern schon geschafft, sieht man mit den 144 Tickets, aber ich habe es heute, wie gesagt, erst die Möglichkeit, dass ich diese zwei Kämpfe machen kann mit euch gemeinsam. Gestern hat es nicht geklappt. Aber ich muss ja insgesamt 10 Kämpfe machen. Also ich brauche insgesamt 700 Tokens noch von diesen verdammten Dingern. Zwei Stück habe ich und ich muss davon ausgehen, dass ich auch alles gewinne. Das wird auf jeden Fall interessant werden und ich hoffe mal, dass das alles klappen wird. Natürlich, in der Arena spiele ich ihn relativ selten als mit dem Ultimate. Aber in der Grand Arena gehe ich davon aus, dass ich es machen werde. Somit ist das auf jeden Fall notwendig. Und abgesehen davon gehört sich das einfach so. Wenn man schon ihn freischaltet, dann muss man schließlich auch das Ultimate freischalten. Das gehört einfach zum guten Stil mit dazu. Ist meine persönliche Meinung. Und somit machen wir das. Also. Dann. Beim letzten Kampf. Die anderen zwei Kämpfe, habt ihr ja gesehen, gingen relativ relativ easy. Du erhältst für die Dauer des Kampfes natürlich leihweise jede Ritter Anakin. Die Hilfe von Jedi Meister Lukes verbündet ist nur von kurzer Dauer. Setzt sie also klug ein. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir werden es sehen. Es bleibt dabei, so wie es hier ist, und feuerfrei. Schauen wir uns das ganze Drama mal an. Daran hat sich nichts geändert. So, ich hole mir mein Ultimate. So, dann, also, Feuer frei, und er hat, okay, wir schicken ihn vor, jawohl, ich sehe schon, wo das Problem ist, ich sehe schon, jedes Mal, wenn die angreifen, verliere ich ihn. Genau. Okay, aber trotzdem, es ist genauso wie die bei den anderen. Es ist genauso wie bei den anderen relativ easy. Also da werde ich definitiv nichts verlieren. Mein erster. Und somit geht das alles relativ schnell über die Bühne. Die Zweikämpfe. Es wird wahrscheinlich am längsten dauern, die Tokens zu sammeln. Aber diese Kämpfe sind relativ leicht. Also der erste Kampf, da war jetzt wirklich nicht schwer. Genau, deswegen... So. Genau. Dann ist er weg. Dann nur noch Basics. Spielt keine Rolle. Ich kann ihn angreifen. Es spielt keine Rolle. Basic langt.
Und nochmal Basic und das war's. Ja. Also. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Leute. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich wollte ursprünglich... So. Also. Bei den Kämpfen von Jedi Training Ray, als ich meine erste galaktische Legende freigeschaltet habe, war es auch wirklich so, dass da musste man sich wirklich Gedanken drüber machen. Hier ballerst du drauf und da war es, ist der Drops gelutscht. Und das ist es, da ist, sorry, wenn ich das sage, aber da ist es wirklich nicht wert, dass ich ein Video davon, dass ich da ein Video davon mache, wie, und ich sag's jetzt ganz klar, dass ich euch die ganzen 10 Kämpfe zeige. Das ist sinnlos. Sorry, ich werde jetzt nur noch Folgendes machen. Ich werde euch die letzten 2 Kämpfe zeigen. Also sprich, wenn ich die letzten 2 Kämpfe für das Ultimate mache, dann werde ich nochmal ein Video dazu machen, aber ansonsten kommt jetzt kein weiteres mehr, weil es ist im Endeffekt jetzt die nächsten 8 Mal, im Endeffekt, also die nächsten 3 Videos, warte, da kommen nochmal auf 6, genau, 8, dann die nächsten drei Videos werden genauso wie hier, innerhalb von 5 Minuten, ich bin jetzt hier 6, habe jetzt 6 Minuten Video und innerhalb von 6 Minuten wäre das Ganze, wäre der Drops gelutscht und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist es nicht, sorry, brauchen wir nicht. Und deswegen lassen wir das Ganze. Ich werde am Ende dieses Ultimate mit euch gemeinsam freischalten. Das ist das Einzige, was wir noch gemeinsam bei diesem machen. Aber ansonsten werden wir uns bis dahin erstmal mit der Jedi-Meister Luke Skywalker, weil es ist, ihr habt es ja selber gesehen, es ist sehr, sehr leicht. Es ist wirklich nicht schwer. Mit den Charakteren, die ihr habt und dem Ultimate, wie er mit dem Ultimate wird, würde man das Ganze erst so machen, dass man ihn erstmal zu dem Ultimate hinführt, dann wäre es vielleicht interessanter. Aber so muss man ganz ehrlich sagen, es ist easy. Es ist wirklich leicht. Also, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen... Ich finde es schade. Das muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr schade, dass es wirklich so easy gemacht ist. Ich kann es nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Und damit werde ich das ganze Video auch an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr gebt wieder Daumen nach oben, ein Abo und natürlich die Glocke aktivieren. Bitte nicht vergessen. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, servus. Möge die Macht mit euch sein. Und wir sehen uns dann definitiv im nächsten Video.